Auch wenn Pietro Lombardi gerade haushoch verloren hat, seine Reaktion auf die Niederlage ist einzigartig. Ich habe eine eigene Herzstiftung und wenn ich das gewonnen hätte, hätte ich das in meine Herzstiftung gespendet praktisch. Habe ich nicht gewonnen, werde ich jetzt von meiner eigenen Tasche bezahlen. Diese Großzügigkeit ist aber nicht der einzige Grund, warum er bei den Zuschauern so gut ankommt. Wir begleiten den 26-Jährigen hinter den Kulissen und zeigen ihnen, warum Pietro der Gewinner der Herzen ist. Zum einen ist er der geborene Entertainer. Schon im Teenageralter ist Pietro der obercoole Klassenclown. Und auch heute macht er vor und hinter der Kamera ständig Faxen. Als wir den Kölner Backstage treffen, erzählt er uns erstmal, mit welcher Ernährung er sich angeblich für die Show fit gemacht hat. Ich esse eine Pringles-Packung. So eine. Morgens zum Frühstück. Bei mir ist viel Pasta, Pizza, viel Süßigkeiten. Ab und zu mal auch ein Salat, so einmal die Woche würde ich sagen. Aber mit Kinder Bueno drin? Nein. Der war nicht schlecht, ne? Ja, ich weiß, wie es geht. Im Studio bringt er sogar Kommentator Elmar Paulke zum Lachen. Der feiert sich, als habe er den ganzen Abend schon gewonnen. Hey, hallo, gönn mir doch auch mal was da oben. Hallo. Du schaust aber in die falsche Richtung, Pietro. Ich bin hier. Ach, hier. Ach, ich sehe deinen Kopf hier vorne. Nein, hier, hier. Da links oben. Ach so! Nach mittlerweile 7 Jahren im Musik- und Fernsehgeschäft weiß Pietro einfach, wie es läuft und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Was viele Stars im Laufe der Zeit verlieren, bewahrt sich Pietro. Er ist authentisch. Welches Tier suchen wir? Gil? Uhu. Gil? Eule. Uhu ist kein Tier, Uhu ist Kleber. Ob kleinere sprachliche Aussetzer. Warte mal, da gibt's so ein Ding. Warte mal. Oder fachliche Unsicherheiten. Ah, was ist das nochmal? Pietro? Was ist das? Ah, nein! Er ist ein Star zum Anfassen, der seine Schwächen zu Stärken macht und sich nicht dafür schämt. Das kommt an. Pietro, Sprechchöre. Hier im Studio. Und der Erfolg gibt ihm recht. Gerade ist er mit seinem 3. Nummer-1-Hit in den Charts. Egal, ob man Pietro Lombardi mag oder nicht, eines muss man dem Kölner zugestehen. Der Erfolg hat ihn nicht verändert. Wer ihm hilft, auf dem Boden zu bleiben? Langjährige Kumpels. Noch nie kamen Freunde eines Promis in Fanclub-T-Shirts zu einer Schlag-den-Star-Show. Hast du ihm jetzt die Uhr gegeben? Ja, das ist mein bester Freund, der darf. Er hat das Herz am rechten Fleck. Das sieht man schon daran, wie er sein Privatleben meistert. Das Verhältnis zu seiner Ex Sarah ist gut. Sohn Alessio steht über allem. Das Familienleben erdet ihn. Ich habe meinen Glücksbringer immer dabei, mein Sohn. Der ist immer da. Ein Familienmensch und Entertainer, der aber auch mal über sich selbst lachen kann. Und genau deshalb ist Pietro der Gewinner der Herzen.